Sorgen um Özil. Der Mittelfeldspieler des FC Arsenal hat das zweite Mannschaftstraining der Nationalmannschaft vor dem EM-Qualifikationsspiel in Polen verpasst. Stattdessen reiste Mesut Özil zur Kernspinnuntersuchung nach München. Ebenfalls aussetzen musste André Schürrle, der individuell im Hotel trainierte. Boateng berichtet von Rassismus. Der Innenverteidiger von Bayern München ist nach eigener Aussage zur Zielscheibe von Rassismus geworden. Zuletzt habe er so etwas in der Nationalmannschaft bei der WM-Qualifikation auf den Färöerinseln erlebt, sagte Boateng der Sportbild. Von den Tribünen seien Affengeräusche gekommen. Er habe es ignoriert, weil er es nicht orten konnte und es schnell vorbei gewesen sei, so der 26-Jährige weiter. Jerome Boateng engagiert sich aktiv gegen Rassismus. Ferguson lobt BVB. Trainerlegende Sir Alex Ferguson von Manchester United hat Borussia Dortmund für den Transfer von Shinji Kagawa gelobt. Er sei wieder in dem Umfeld, in dem er sich sauwohl fühle. Er habe mit Klopp einen Trainer, der ihm das nötige Selbstbewusstsein gebe, so der langjährige Trainer von Manchester United zur Bild. Der Schotte hatte Kagawa 2012 zu United geholt. Dort konnte sich der Japaner jedoch nicht durchsetzen und kehrte nach 2 Jahren zum BVB zurück. Erneuter Rückschlag für Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger wird dieses Jahr offenbar nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen. Der neue DFB-Kapitän laboriert seit dem WM-Finale an einer Patellasehnenreizung im linken Knie. Nun hat es den Mittelfeldspieler des FC Bayern auch noch mit einer Mandelentzündung erwischt. Die anstehenden Spiele in der EM-Quali hätte Schweinsteiger sowieso verpasst. Der 30-Jährige wird wohl erst 2015 auf den Platz zurückkehren.